Willkommen zu einem neuen Video. Ein PvP Custom Match auf meiner absoluten Lieblingsmap All Pistols. Und da haben wir den Typen auch schon direkt die Ehre genommen. Ja moin. Hab ich irgendein Thema, was mir so spontan einfällt? Nee, mir fällt gerade nichts ein. Wenn das weitergeht, dann wird das eine ganz schnelle Aufnahme hier, ein ganz schneller Take. Schaut by the way auf meinem Twitch vorbei. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auf meinem Instagram und auf meinem Twitter. Der war aber wenigstens ein Headshot. Ein Headset auf oder warum steppt er so oder denkt er, ich kann ihn nicht hören? Ich glaube, das war mein erster Nicht-Headshot, oder? Ja, das war mein erster Nicht-Headshot. Jetzt muss ich heulen, ne? Frag mich, warum der jede Runde pusht, wenn er jede Runde dabei zerstört wird. Wenn wir schon mal dabei sind, kann ich... Ah ja, moin. Das erinnert mich an eine Geschichte. Ich spiele mit einem Mate in letzter Zeit total auf Wingman. Und mit dem, wir hatten ein paar Typen drin, die hatten wir vor allem 4 Runden in Folge drin. Alle immer auf Inferno. Und da haben die, da sind die Typen hingegangen. Wir haben auf Inferno Wingman Map halt rumgeflasht. Er ist full flashed und gibt uns beiden mit Dual Bees einfach den Tap. Mit den Dual Bees auf entspannt, so zack, zack. Und das full flashed, wo er eigentlich nichts sieht. Also, es war klar, dass es Cheater sind. Und das hat er jede Runde gemacht, wo sie CTs waren. Also generell, wir haben eine Runde gegen die gewonnen. Da haben die nicht so obvious angemacht, als wir die dann die nächste Runde hatten. Haben die dann richtig obvious wirklich angemacht. Die Runde drauf haben sie wieder richtig obvious angemacht. Dann haben wir die Map gechanged, andere Typen bekommen, die waren aber glaube ich auch nicht so ganz clean. Dann sind wir irgendwann in der allerletzten Runde des Tages, also das war so, mein Mate hatte keinen Bock mehr, hat gesagt, Junge, der Typ ist doch ein Retard, oder? Mein Mate hatte keinen Bock mehr, hat gesagt, das ist jetzt die letzte Runde. Er macht total auf der letzten Runde Maps, die wir nicht spielen normalerweise. Und dann hat er gesagt, er nimmt Lake, obwohl er Lake eigentlich übelst hasst. Mit dem habe ich sogar mal was aufgenommen, aber da habe ich die Audio komplett verkackt. Als er dann gesagt hatte, yo, wir nehmen Lake, dann haben wir wieder die Cheater von Inferno reinbekommen. Aber da ich tatsächlich, da Lake einer meiner besten Maps ist... Warte, war das Deutsch? Ja, doch, war Deutsch. Hab ich tatsächlich den Ingame-Leader gemacht und dann haben wir die gegen Obvious Cheater auf Lake gewonnen. Das war eine richtig nice Runde. Komm, lass ihm jetzt die Ehre nehmen. GG, well played. Wenn ihr mehr von dem Format sehen wollt, schreibt es auch bitte in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch bitte ein Like da. Und abonnieren natürlich nicht vergessen, wenn ihr keine Videos verpassen wollt.